Hey, Sascha, was ist denn das hier? Peter, ich glaube, das ist Fingerhut. Kann man den essen? Ich probiere mal. Oh, mir wird so schlecht. Oh Gott. Oh. Ich muss weg. Oh, Lex, Sascha, hättest du mir zugehört, dann wäre das doch jetzt nicht passiert. Vor Schwuch habe ich mir mich erzählt, dass die Dinger dort digitales Halse und hochgiftig sind. Da sind ja die Übeltäter ganz nah in der Aufnahme. Naja, was ist da dran so gefährlich? Naja, das Gift, das dort drin ist, das ist halt ein Kontaktgift. Das heißt, wenn ihr das Ding anfasse, und im schlimmsten Fall, wenn das sogar in die Haut, in blutende Wunde oder in offene Wunde kriegen, das sind da binnen weniger Minuten bewegungsunfähig. Vorne dran ist es euch noch saumäßig übel. Irgendwann kriegen er dann Sehstörungen und kriegen halt Muskelkrämpfe. Und zu guter Letzt führt das Ding halt auch wirklich zum Herztod. Und damit ist es natürlich auch absolut tödlich. So wie alles in der Natur macht natürlich auch die Dosis das Gift. Und so hat so 1786 England herausgefunden, dass das Dotzeich halt auch für etwas Gutes. Und zwar ist es ein sehr, sehr potentes Mittel für Herzschwäche. Ich kenne es ja nicht gerade zu, aber Sarah hat in der Pflanzenkunde doch ein bisschen mehr Ahnung wie ich. Und da muss ich doch ab und zu mal ein bisschen was mitnehmen, wenn sie mal was sagt. Ne? Sonst schleiche ich doch wie der Sascha und das will ich nicht.